Ja, willkommen heute zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes. Einfach weil jetzt schon wieder eine neue Version rausgekommen ist und ja, diese Weihnachtsfeatures, die aktuell aktiv sind und ich glaube bis zum 2. Januar. Das Spannende dabei ist, das sind diese Candy Canes. Das heißt, das ist endlich eine günstigere Möglichkeit, wirklich die ja, Helden, also die Mercenaries, wiederzubeleben. Und mir sind auch prompt gleich drei ganz kurz hintereinander weggestorben, von denen ich dann zwei zumindest mit den Candy Canes schon wieder beleben konnte. Dann gibt es eben eine spezielle Quest, die zeige ich euch gleich, die dann eben Christmas Present bekommt und was die so mit sich machen lassen. Dann Present Panic. Ah ja, genau, das zeige ich euch gleich, weil diese Kugel hier, ich weiß nicht genau, wovon die abhängt, einfach nur ein paar Stunden, dass sie zwei oder dreimal am Tag auftaucht. Und ja, sonst eigentlich nichts Spezielles. Außer eben diesen vielen, vielen, vielen Geschenken, die sich hier einsammeln lassen. Also ich fange erstmal mit den normalen Geschenken an. Ihr seht, ich habe drei meiner Mercenaries auf ja, Geschenkesammlung geschickt. Das dauert jeweils immer so um die 4 Stunden. Also die Zeit bleibt hier immer gleich und sie bleibt auch immer statisch hier oben stehen. Und ja, das schicke ich dir jetzt einfach. Naja, den noch nicht. Kann noch eine 5-Minuten-Quest machen für Heldenseelen und den schicke ich dann auch schon mal auf die 4-Stunden-Quest. So, was jetzt eben noch dazu kommt, neben dem Teil da, hier diese komische Kugel, die ab und zu auftaucht. Und dann kriege ich nämlich einen Weihnachtsbaum, in dem ich auch nochmal schnell klicken sollte, einfach um in den 15 Sekunden natürlich auch so viele Geschenke wie nur irgend möglich zusammenzubekommen. Und das läppert sich natürlich. Ich weiß jetzt gar nicht, nee, anscheinend die Autoklicker sind zumindest nicht sichtbar. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch in dem Bereich nicht funktionieren. Dafür funktioniert die Nachklickzeit an der Stelle. Ja, also die sind zwar nicht da, aber eben obwohl die 15 Sekunden abgelaufen waren, konnte ich ja eben immer noch klicken. Also mal gucken, wie viele Geschenke ich jetzt insgesamt zusammen habe. 68, also von der Klickmission und von den, ja, von den drei Mercenaries. Ihr seht, ich habe jetzt 4 neue Zuckerstangen, das heißt, ich kann meine Mercenaries 4-mal wiederbeleben. Und das ist an der Stelle auf jeden Fall schon sehr praktisch, weil ja, mit diesen Rubis, wovon ich auch immer ein 26 jetzt bekommen habe, war das schon ziemlich viel. Ja, also die Blue Coins waren ja schon mal mit dieser Lotterie. Was die Schmiedekohlen zu bedeuten haben, keine Ahnung. Okay, und die Relikte sind ja soweit bekannt. Also hier ist übrigens auch der Dialog, den ich jetzt natürlich nicht mache, aber der dann automatisch kommt, wenn man einen normalen Reset macht und die dann auch einfach direkt über den Dialog mit auflösen lassen kann. So, jetzt erstmal hier den König Midas wieder in Aktion bringen, damit es hier mal wieder weiterläuft. Und mal gucken, was jetzt hier so alles. Okay, Bossleben uninteressant, da ist auch nichts dabei. Bossleben, Heldenseelen, Klickschaden. Okay, alle taugen nichts. Dafür habe ich inzwischen jetzt zwei schon wieder die Monster eben vermindern. Und zwei, die jetzt einfach noch mit Chance auf Urbosse gefüllt sind. Und weg mit dem Zeug. So, dann kann ich die auf jeden Fall schon mal eins weitermachen noch, weil die sind inzwischen schon wieder 2000 und 1300. Auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringt, sind ja nur 0,02 Level gestiegen. Aber auch Kleinvieh macht Mist und deswegen einfach das dann upgraden. Hier habt ihr auch die Übersicht, genau die Seasonal Events. Also 183 Geschenke habe ich inzwischen geöffnet. 4 Zuckerstangen habe ich jetzt aktuell. Die werden dann eben runtergezählt, wenn sie verbraucht sind. Und die Schmiedekohlen, weil wie gesagt, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Vielleicht kann ich damit später den Tannenbaum anzünden, mal gucken. Und Blue Coins habe ich bis jetzt 6. So, auf jeden Fall ist es eben sehr hilfreich. Deswegen werde ich schauen, dass ich so viele wie mögliche von den Zuckerstangen sammle, damit ich dann vielleicht doch mal den einen oder anderen teuren Helden, teuren Mercenäre hier dann auch behalten kann und mir die nicht alle so ständig abkratzen. Ja, das war es eigentlich schon. Sonst gibt es jetzt hier aktuell nichts zu tun, außer was ich recht interessant finde. Ich bin jetzt gerade mal bei Tag 10 nach der letzten Überschreitung, die ich ja auch aufgenommen hatte. Und ich bin immerhin schon bei, wo war das? Über 4000 jedenfalls. Ah, sogar, genau, ich habe sogar schon 5000, Level 5000 erreicht. Also mit den Autoklickern und das einfach nebenbei laufen zu lassen, da geht es schon ganz flott vorwärts. Ich denke, sein Teil hat auch eben dieser
dieser Goldboni nochmal, womit es natürlich nochmal einen Goldmultiplikator gibt, womit es schneller nach oben geht. Also soweit im Moment ganz spannend und ganz okay. Mal gucken, wie lange dann insgesamt das Ganze dauert. So, jetzt zählen auch auf die Christmas-Mission geschickt. Und dann kann ich in 4 Stunden wieder weitere Geschenke auspacken. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit den weihnachtlichen Funktionen bei Clicker.io. Tschüss!